Ja, liebe Leute, ich bin heute hier in Alten am Bahnhof. Dort ist eine Kastanie gepflanzt worden und diese Kastanie kommt aus dem Garten des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam an der Prinzengracht. Der Baum ist da, ist vor 10 Jahren ungefähr eingegangen, aber Freiwillige haben die Kastanien eingesammelt und haben neue Bäume herangezüchtet und einer dieser Bäume steht jetzt hinter mir. Das seht ihr gerade, dort wird gefilmt. Und der wird hier als Freiheitsbaum heute eingeweiht sozusagen, und zwar in Beisein von Bürgermeister Peter Nebelo und dem Bürgermeister von Alten und verschiedenen anderen Gästen. Man hat hier ja viel vorbereitet für die 75-Jahr-Feier, 75 Jahre Frieden, 75 Jahre Beendigung des Krieges, und alle Aktionen, die da gestartet worden sind und geplant worden sind, mussten dann leider ausfallen wegen der Corona-Krise. Deswegen hier heute nur eine kleine Zeremonie. Wir feiern dann im nächsten Jahr alle zusammen 75 Jahre Frieden, 75 plus 1 nennt sich das dann. Und dann sollen alle diese Aktionen nachgeholt werden. Wir schauen gleich mal, vielleicht führen wir noch das eine oder andere Interview und begleiten diese Feier. Bis gleich. We hebben een plechtigheid, zo kan je het noemen, rond het in gebruik nemen. Ja, wir feiern hier heute die Ankunft eines Anne-Frank-Baumes. Der ursprüngliche Baum, der im Garten des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam stand und der auch mehrfach in ihrem Tagebuch erwähnt wurde, ist vor 10 Jahren von einem Sturm umgeweht worden. Man hatte noch lange versucht, ihn zu retten, denn der Baum war 150 Jahre alt. Aber es sind zum Glück so viele Zöglinge dieser besonderen weißen Rosskastanie gerettet worden, und die werden nun an viele besondere Orte auf der Welt verteilt. Einer steht bei den Vereinten Nationen in New York, und heute haben wir einen besonderen hier. Dieser Tag war Teil einer gemeinsamen Feier 75 Jahre Frieden, die stark unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Aber wir werden das im nächsten Jahr nachholen. Aber dit was ook een onderdeel daarvan. En bij die boom hebben we ook nog een monument. Vor diesem Baum ist auch noch ein Teil eines Monumentes installiert, das wir in den Niederlanden im Januar anlässlich des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz eingeweiht haben. Zunächst sind 100.000 Steine zu Ehren der getöteten niederländischen Juden zusammengelegt worden, und danach hat man diese Steine in alle Gemeinden gebracht, in denen Juden umgekommen sind. Auch wir in Alten hatten im Januar eine Feierlichkeit zur Erinnerung an den Holocaust. Und diese beiden Dinge können wir jetzt hier zusammenbringen. Ich finde es deshalb auch sehr schön, dass Peter Nebelo heute daran teilnimmt. Es sieht so aus, dass Bocholt im nächsten Jahr auch so einen Baum bekommt. Dann sind wir als Nachbarstädte noch mehr miteinander. Dann sind wir noch mehr verbunden als Buursteden mit elkaar. Und das ist schön. Das ist auch ein QR-Code. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Stapelkamp, sehr geehrte Kinderbürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. 75 Jahre Frieden und Freiheit gemeinsam miteinander feiern. Das war das Motto der vielen geplanten Veranstaltungen und Events zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Leider sind viele Veranstaltungen aufgrund der Corona-Krise abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben worden. Ich bin deshalb heute sehr dankbar, heute bei Ihnen in Alten Gast sein zu dürfen als Bürgermeister Ihrer deutschen Nachbarstadt, um die Rosskastanie von Anne Frank hier zu präsentieren. Frieden und Freiheit, diese beiden Worte bedeuten für uns die Basis für gesunde, harmonische und gewaltfreie Beziehungen hier an der deutsch-niederländischen Grenze für alle Menschen. Frieden
hatte Anne Frank zu der Zeit, als sie sich in einem Hinterhof in Amsterdam mit ihrer Familie verstecken musste, nicht. Jedoch wurde ihr Freiheitsdrang und ihre Sehnsucht nach der Natur in den 2 Jahren ihres Versteckens immer stärker. Die weiße Rostkastanie, die damals im Hof wuchs, war ein Symbol der Hoffnung für sie. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir heute Ableger dieser 170 Jahre alten weißen Rostkastanie präsentieren dürfen, die für Anne Frank Symbol für Freiheit, Sehnsucht, ja, letztendlich auch die Hoffnung auf Rettung war. Eine Rostkastanie ist, glaubt man dem Internet, ein Symbol für alles Neue und Abenteuerliche. Menschen, die im Zeichen der Rostkastanie geboren wurden, sagt man nach, dass ihr Erfindungsreichtum keine Grenzen kennt. Sie stellen sich mutig den Herausforderungen des Lebens. Sie sind offen für alles und geschickt darin, schwierige Situationen zu meistern. Dies wünsche ich uns allen auch für die Zukunft. Offenheit, Frieden und Freiheit. Der Dalai Lama sagte einmal, eine Voraussetzung für den Frieden ist der Respekt vor dem Anderssein und vor der Vielfältigkeit des Lebens. Gerade jetzt hat dieser Satz immer noch einen Anspruch, immer noch eine Bedeutung, und gerade jetzt ist er die Basis für unser gedeihliches Zusammenleben, besonders hier an der deutsch-niederländischen Grenze. Ja, natürlich, ja.